So, servus, jetzt nochmal ganz kurz eine kleine Sache. iPhone 8 kann nicht geladen werden. Nach Displaytausch. Heute, wenn ein Fehler auftritt, der wohl mit dem anderen Bauteil in keinerlei Zusammenhang steht, dass was getauscht wurde, dann liegt eigentlich zu 100%ig immer ein Fehler, ein hardwareseitiger Fehler vor. Hier ist es jetzt auch so, ich zeige euch das kurz, das wird echt nur ein kurzes Video. Was passiert beim Akkutausch gern oder beim Displaytausch? iPhone 8. Sehen wir es hier. Jetzt muss ich mal ein bisschen so machen. Unten ist der Akku-Connector, unten rechts. Und das Bauteil hier, was hier drauf gehört, das hier, das wird meistens gern abgerissen. Fingernagel. Oder hier, wenn man den Display absteckt, Fingernagel wird da meistens hängen geblieben. In seltensten Fällen reißt es so ab wie hier, dass die ganzen Lötverbindungen noch da sind. Meistens gehen die Pads auch verloren, dann muss man die nachbilden. Deswegen aufpassen. Passiert ganz oft beim iPhone 8, extrem häufiger Fehler. iPhone 8 kann nach Akkutausch nicht mehr geladen werden. Oder nach Displaytausch. Weil einfach die Bauteile abgerissen wurden. Was kann man machen, wenn das Bauteil noch da ist, wie jetzt hier, und die Pads alle noch da sind, dann ist es ja ganz einfach. Wir verlöten es einfach neu, ansonsten müssen wir halt das Bauteil erneuern und die Pads nachbilden. Was macht das Bauteil? Das Bauteil sitzt auf diesem Kontakt, unüberwacht praktisch den Akkuladestand oder beziehungsweise ist dafür zuständig, dass das Signal vom Akku, wie voll der Akku ist, etc. Weitergegeben werden kann. Und ist das Bauteil nicht mehr da, weiß das Gerät auch nicht mehr, wie voll der Akku ist, kann also infolgedessen auch nicht mehr richtig geladen werden. So, wir positionieren uns jetzt das Bauteil einfach. Löten das und dann klappt es wieder. So, passt. Sauber mache ich es dann danach. Wie gesagt, soll ein ganz kurzes Video sein, mal, dass ihr immer jeder auch sieht, wie schnell das man eigentlich so eine Platine auch zerstören kann, wenn man keine Ahnung hat und nicht, einfach nicht aufpasst. Es ist halt einfach so und es kommt auch ganz oft vor. Schnell Displaytausch, schnell, geht schon, überhaupt gar kein Problem. Und danach stehen wir dann da. Und das zum Reparieren ist nicht schwierig. Kann aber jetzt nicht jeder laden um die Ecke. Deswegen passt einfach auf, Freunde. So. Jetzt schauen wir mal, sollte das wieder funktionieren. Ich zeige es jetzt nur mal anhand von der Stromaufnahme, weil so zu zusammenbauen, dass das jetzt alles wieder alles verbaut ist, die ganze Platine, das mache ich erst später. Stecken wir es mal an. So, und da haben wir wieder unsere 1 Ampere Ladespannung. Kann ich euch so auch zeigen. So. Machen wir das am besten vielleicht so. Seht ihr das? Genau, da haben wir jetzt wieder unsere 1 Ampere Ladespannung. Ganz normal, über das ganz normale Ladegerät von Apple oder über jedes ganz normale andere Ladegerät, außer das Apple, das iPad Ladegerät, da geht es dann schneller. Gut, das war der Fehler. Wie gesagt, passt auf den Akkutausch, passt auf den Displaytausch und dann läuft das Ding. Ich wünsche euch was. Ciao!